Nach der berauschenden Feier in der letzten Folge, bei der ich so viele Gäste bei mir begrüßen durfte und Mauer McMauerface nun nicht nur mein Gelände umrundet, zumindest an drei Seiten, sondern auch noch eine Kuh darstellt. Kuh, da, Manni, Manni, hallo Manni. Hallo Manni! Ja. Ja, nach dieser wirklich epochalen Folge komme ich jetzt mal wieder zum einfachen Bauen. Was heißt bauen? Ich muss ja immer noch hier die Hecke ein bisschen fortführen. Dann läuft ein Enderman rum. Soll ich mich an ihn dran wagen? Nee, der teleportiert sich schon weg, egal. Solange er nicht angreift. Ja, und zwar, ich sagte ja, ich muss die Hecke fortführen. Bis zum Schluss, denn am Ende der Hecke kommt das Herrenhaus hin. Und deswegen muss ich die Hecke erst fortführen, um zu wissen, wo das Herrenhaus beginnt. Ich hoffe, das Eichenlaub reicht jetzt erstmal noch. So. Wo? Obenbündig. Ja, obenbündig geht's weiter. Diesmal gucke ich vor nach. Also, hier kommen erst 1, 2, 3, 4. Dann kommen 2. Dann kommen hier 3 diagonal. Und dann fackeln wir. Dann kommen 3 hier. Ich habe immer noch das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich das mit der Beleuchtung später mal mache. So, 1, 2 und 1, 2. Und nochmal 1, 2. Knapp an der Fackel vorbei. So. Und dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wieder knapp an der Fackel vorbei. Und dann einmal hier. Und hier. Ja. Ja, jetzt kommen wir langsam zum Haus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, die Fackel habe ich leider getroffen. Ja, und hier habe ich Cleanstones im Inventar? Nee. Aber da vorne habe ich ja die Truhe mit Cleanstones. Das ist ja praktisch. So, Cleanstones da. Oh, ich nehme alles zurück. Wie, jetzt habe ich nicht mehr Cleanstones? Ach, muss ich jetzt extra runter zum Ofen gehen? Ah. Ja, das letzte Mal so optimal gepasst, dass ich genau ein Cleanstones überate. Also, echt jetzt. Was will der denn hier die ganze Zeit? Ich bin schon wieder weg, okay. So, ich hab's doch gleich geschafft. Also, ich brauche Cleanstones. Und mit den Cleanstones muss ich mir nämlich dann auch. Ich brauche noch einen Eisenbahn. Ich muss nämlich noch mehr machen. Jetzt kommt's nämlich. Ich werde gleich wirklich die ersten Steine des Hauses setzen. Und dafür brauche ich eine Steinsäge. Und die craftet man ja auch mit Cleanstones. Ja. Ah ne, Ofensystem da. Ein Stecken davon. Dann brauche ich ein Eisen für die Steinsäge. Eisen müsste ja hinten irgendwo sein. Geht mit einem Esper, nicht der Erze. Ja. Erstmal das Inventar schon wieder voll. So, dann einmal gucken, ob ich es hinkriege, eine Steinsäge zu craften. Hab's geschafft, ich bin gut. So, wo stelle ich die jetzt hin? Wo passen die schon hin? Direkt neben den Ofen. So. Oh, und jetzt muss ich aufpassen. Ich habe direkt einen Schutz eingebaut. Man kann sich nicht draufstellen. Ah, clever. Ich brauche jetzt nämlich. Davon brauche ich 2. Und davon brauche ich 5. Ja, das waren jetzt 6, na egal. So. Warum war ich nochmal unten? Weil ich Cleanstones haben wollte. Die habe ich im Inventar. Dann kann ich hoch. Jetzt bin ich oben. Und Alsarin joined the game. Naja, erstmal, das kommt jetzt nämlich dahin. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Hier darf jetzt wirklich kein Fehler passieren. Jetzt bräuchte ich die anderen, die und die. Und zwar kommen jetzt die dahin. Die 1, 2, 3, 4, 5. Natürlich genau auf die Lage der Fackeln. Das war so typisch. Das kommt dahin. Ach, Hühnchen, erschreck mich doch nicht so. So. Und dann jetzt nächstes Mal hier mit der Hecke weiter. Und das hier
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der Anstieg zum Haus. Ja, hier beginnt das Haus. Ja, aber dazu nächstes Mal mehr. Jetzt gehe ich erstmal dahin hin. Wie gesagt, jedes Mal eine Riege, also eine Fackelriege. Kano Joint auch. Als ob die alle diesen denkwürdigen Moment miterleben wollen. Eins, zwei, drei, vier. So, ja. Jetzt bin ich etwas perplex. Was soll ich jetzt machen, nachdem Alsarin und Kano gejoint sind? Aber das hier würde ich sagen, mache ich auf jeden Fall wieder im Speed. Da muss ich schon mal nicht reden. Das ist immer gut. So viel dazu, ja. Mir fällt schon wieder auf, dass das Herd irgendwie überhaupt nicht dunkel wird. Die Folge dauert schon 10 Minuten und es war noch nicht Nacht. Ja, denn jetzt kommt der allergrößte, die große Überraschung dieser Folge. Ich werde jetzt drüben noch den Vorgarten fertig machen oder zumindest versuche ich mal gucken, wie weit ich komme. Dafür muss ich nämlich, die 34 Cleanstones werden dafür nicht reichen. Da kann ich eigentlich direkt wieder zurückgehen. Ich habe hier ein Bett hingestellt und da oben habe ich jetzt mein Kamerakind Ernst. Und Ernst hat hinter sich auch ein Bett und er wird von da oben jetzt filmen, wie ich das hier unten mache. Aber, ich seh mich gerade auf der Videokamera vom Ernst. Hallo! Aber wie lustig. Nee. Ich muss jetzt allerdings erstmal, das ist so lustig, ich sehe mich jetzt in zwei Perspektiven. Nein, ich muss jetzt erstmal zurück und ausreichend Cleanstones einpacken. Vorher brauche ich hier ja gar nicht anzufangen, weil sonst muss ich nachher ständig wieder rumlaufen. Hin und her und ich packe mir jetzt einfach mal genug Cleanstones ein, mal schauen, wie viel im Ofensystem ist. Und dann kommt gleich hier, das wird sowas von abgefahren. Also zumindest hoffe ich das. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich bin gespannt. So, Third Person. Also nicht so Third Person. Oh, ich sehe nicht, wo ich hinab. Nicht, nee, nicht so Third Person, sondern so mal richtig mit Kamera, Mann. Denn das ist dann wieder mein Dump-Bot. Der Mann ist gar nicht so leicht mit dieser Perspektive zu laufen. Mein Dump-Bot ist online und der. Hilf mir, ich mache jetzt einen armen Mann, ich sehe ja gar nichts. Und der wird dann für mich alles übernehmen. Ja, mein Inventar ist voll. Erstmal kommt die Erde weg. Erde kommt da gleich eh wieder genug bei rum. So. Erde, dann kann ich auch. Granit kann weg. Und Diorit. Warum habe ich denn 6 Schneebälle? Ich habe noch keine Kiste für Schneebälle. Ja. Na, die ganzen Sandsachen können auch mal weg. Brauche ich gerade auch erstmal nicht. So, da muss jetzt erstmal reichen. So, hier sind 3 Stecken. Ah, da oben kommen schon welche nach. Ja, ich packe mir jetzt einfach mal. Was habe ich denn jetzt für ein Rezept freigeschaltet? Mit Greenstones? Wieso kommt da jetzt nicht ein Netherite-Rezept? Egal. So, ich werde jetzt die Kamera wechseln. Bin gleich wieder da. Hallo, sieht man mich? Ja, da ist ein Baum im Weg. Ja, da bin ich jetzt. Und jetzt sieht man mich. Ich meine, die Perspektive bleibt jetzt natürlich immer die gleiche, aber da kann man mir jetzt zugucken, wie ich hier jetzt schön alles. Ich laufe gleich aus dem Bild. Nein! Oh. Hier kann man jetzt gucken, wie ich hier erstmal alles schön mit den Gleanstones voll mache. Das wäre eigentlich auch interessant, diese Third-Person-Perspektive wäre interessant gewesen beim Erdeplatschen. Da wirklich die ganze Zeit das aus der Perspektive. Jetzt fängt es an zu schneiden. Die ganze Zeit das aus der Perspektive sich anschauen und dann, ach, jetzt ist plötzlich doch Nacht. Was soll das denn jetzt? Naja, ich bin ja, sollte ja hier sicher sein. Alles aus der Perspektive anschauen und dann beobachten, wie das Gelände nach und nach planiert wird. Mal schauen, ob die anderen gleich darum bitten zu schlafen. Man sieht mich jetzt gar nicht mehr unter all den Schneeflocken. Das ist ja blöd. So, jetzt fräse ich mich hier durch. Sieht man mich? Ja, da bin ich. Einmal hier durchfräsen. Die ganzen Fackeln abbauen. Also hier dürfte jetzt hoffentlich nichts kommen. Also der Dumpbot oben steht sicher.
Dem dürfte nichts passieren. Und hier ist ja eigentlich auch alles sicher, dank den Fackeln. So. Mal schauen, ob ich es jetzt schaffe, das komplett abzubauen. Ich hatte jetzt natürlich nicht mit diesem Schneetreiben gerechnet. Ausgerechnet jetzt. Wer rechnet denn mit sowas? So. Ja. Da sieht man dann. Ach, jetzt gewittert es auch noch. Ich werde nicht mehr. Ja, sieht man leider nicht, wie alles sich mit Schnee füllt, weil da überall ja die Fackeln. Und da ist ein. Ach, muss das denn jetzt sein? Ausgerechnet ein Creeper. Von allen Viechern, die spawnen können, kommt ein Creeper. Ach, Mann. Wo kam der denn jetzt her? Jetzt hat er mich rausgebracht. Hat man das gesehen in der Aufnahme? Ich habe jetzt natürlich nicht auf die Kamera geschaut, wer hier beschäftigt. Und wo hat er mich rausgebracht? Also, man sieht jetzt natürlich nicht, wie alles schön weiß wird, weil ja überall jetzt diese blöden Fackeln stehen, die den Schnee zum Schmelzen bringen. Und man sieht auch schon, ich muss ganz dringend hier die Riege, die ich gerade abgebaut habe, wieder befackeln, damit da nichts damit da nichts spawnen kann. Das wollen wir ja verhindern. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Also ich gucke jetzt natürlich nicht auf die Kamera. Ich muss ja jetzt mich konzentrieren beim Fackeln setzen. Blöder Creeper machte mir hier einfach Loch hin. Naja, zum Glück hatte ich noch nichts Großes gebaut, sondern nur die Straße hier. Ich hoffe, die wird irgendwann mal irgendwo angeschlossen. Hier fehlen noch Steine. Okay, naja, immerhin kein Creeper. So, wie komme ich? Ja. Mann, was ist das denn gleich für ein Wetter hier? Vorhin noch nur Sonnenschein und jetzt Schnee. Ah. Ich habe schon wieder ein Mistviech. Naja, solange es nur Monster, Zombies sind, die tun ja nichts. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es so spannend wird. Ich hoffe, das kommt rüber. Bei der Kamerafahrt da drüben. Ich höre schon wieder was. Ah, Mann. Kannst du dann wenigstens hier im Bild laufen? Wo bist du denn? Da. So, jetzt komm wenigstens ins Bild. So, komm ins Bild. Danke. So. Mann, wenn die da nicht mal im Bild sind. Frechheit ist das. So. Nee, die war falsch. Ach Mann, das ist zu weit drüben, zu weit rechts. Ich hätte so ein 180-Grad-Objektiv gebraucht fürs Kamerakind. Ich habe schon wieder was, aber. Ja, dann kommt wenigstens hier, kommt bitte mal bitte hier hin. Ja, danke. Kommt hier hin, hier. Wie sind das denn? Nach 2 nur, okay. Ja, genau, kommt bitte ins Bild. Sonst zählt das nämlich nicht. Ja, komm her. Ja, komm. Danke. So, naja, es sind ja jetzt nur noch 3 und ich muss auch keine Fackeln mehr abbauen, dann habe ich es ja gleich geschafft. Ich sehe da hinten auch schon. Ach, ich habe was vergessen, ich Idiot. Ich wollte ja, dadurch, dass ich ja nicht baue mit dem Kameramann, wollte ich da die ganze Zeit den Shader anlassen, weil das ja da nicht stört. Bin mal kurz weg, einmal kurz rausschneiden. So, bin wieder da. Ich höre eine Spinne beim Kameramann. Oh Mann, da ist ja jetzt echt ganz schön was los. Warte mal, es war doch gerade Sonnenaufgang. Wenn gerade Sonnenaufgang war, wieso wird es denn dann jetzt nicht hell? Ich verstehe gar nicht mehr mit dem Wetter hier in Askalon. Und ich höre eine Spinne. Die muss irgendwo in der Nähe vom Kameramann sein. Aber jetzt, wenn ich von hier aus gucke, sehe ich auch nichts. Ich will das jetzt nur noch hier schnell zu einem Ende bringen. Was für ein Wetter, ich werde nicht mehr. Mann, diese Spinne. Ich werde gleich nach der Aufnahme erstmal gucken, wo diese Spinne hockt. Kann die Spinne mal. Hört mal, doch, die müsste ja in der Aufnahme dann auch drin sein. Die macht ja voll den Psychoterror. Ist diese Spinne? Werd gleich mal
Nee, ich mache das anders. Ich werde jetzt selbst mal rübergehen. Beziehungsweise, oder traue ich mich dahin? Weil, wenn ich jetzt zum Kamerastativ gehe, da werden ja wahrscheinlich auch andere Monster sein und in einem Schneetreiben sieht man ja kaum was. Hallo? Dahin sehe ich schon Monster. Ja, ich sehe die Spinne, aber da komme ich jetzt nicht dran. Hier sehe ich die Monster, Zombies, Skelette. Nee, durch den Schnee sieht man kaum was. Nee, nee, nee. Ich mache hier das jetzt schnell fertig und dann ist die Folge auch zu Ende. Ach, je, was für ein Wetter ist das denn heute? Ich werd nicht mehr. Ich verstehe das Minecraft-Wetter nicht mehr. Oh, ich hab. Ah, die Spinne ist wohl gerade runtergefallen. Läuft die jetzt rüber zu mir? Das wäre jetzt nicht schlecht, dann kann ich die nämlich erledigen. Ah, ich dachte gerade, das war nur eine Schneeflocke. Ach nein, jetzt. Nee, ich habe da drüben noch mehr Cleanstones. Ich dachte schon, jetzt wäre. Ach, die Cleanstones alle. Yeah, the Cleanstones. Da, 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 da. Boah, was denn? Ach Mann. Was ein Gewitter hier heute. Ich habe schon wieder einen Zombie. Das hat sich jetzt aber angehört, als wäre der Donner direkt hinter mir. So. Aber jetzt bin ich ja gleich fertig. Ich hoffe, man sieht das gut drüben. Das Kamerakind hat alles gut eingefangen. Kamerakind, ernst? Geht's dir noch gut da oben? Ich will aber erfrieren! Es ist so kalt! Man hätte mir doch auch mal. Ey! Ich spiele gerade mit Kamerakind ernst. Viecher. Es ist ja so kalt hier oben, man hätte mir ja mal einen warmen Kakao hinstellen können. Ja, tut mir leid, Kamerakind Ernst. Jon ist auch nicht viel besser. Meinst du, kleine Klatschen, Steine klatschen bei dem Wetter? Ist wärmer? Oh, und dieses Gewitter. So, das war's. Ich hab's endlich geschafft. Ja, dann Hyperion geht. Over and out.